Mein Name ist Burkhard Driest. Ich habe nur diesen einen Vornamen, obgleich meine Eltern mir eigentlich 6 geben wollten. Otto, Karl, Werner, Willi und Anselm. Aber ich habe mich frühzeitig dagegen gewehrt. Ich heiße Burkhard. Eigentlich sollte ich Jurist werden und beim Bundesgerichtshof landen und dort Recht sprechen. Das ist aber frühzeitig vereitelt worden durch die Justiz selbst, die mich zwang, zu schreiben. So kam ich, ganz nebenbei gesagt, zum Schreiben. Von der Justiz gezwungen zu schreiben. Mich aufzuschreiben, was das Recht im Innersten zusammenhält. Antwort: Geld, reimt sich auch. Dann habe ich also geschrieben, viele Bücher, zum Teil auch solche, die ich hier nie nennen würde, unter einem Pseudonym. Und 100 Drehbücher, ein Musical, nee, zwei Musical, Falco meets Amadeus und Andy von Peter Zadek aufgeführt. Theaterstück auch, ja, fällt mir ein. Judith, ohne Pause, es war ein sehr großer Erfolg. Die Leute lagen mir in den Armen und weinten. Die überregionale Presse, FAZ, Süddeutsche, hat es totgeschwiegen. Leider, ging um rechte Gewalt, war ein aktuelles Thema. Das hat mich zutiefst an der deutschen Presse enttäuscht. Es sollte ein schönes Dauerfest für mich werden, wurde es aber nicht. Das wurde aber Falco meets Amadeus und Andy auch. Dann bin ich ins Ausland gegangen, nachdem ich so enttäuscht worden war von der FAZ und den anderen oberen Zeitungen und habe in Amerika geschrieben mit Lukas Heller. Der ist der Autor gewesen von The Dirty Dozen, also das dreckige Dutzend mit Lee Marvin und so. Was passierte wirklich mit Baby Jane und so, da habe ich allerlei Filme geschrieben, dann bin ich zurückgekommen und dann habe ich gedacht, Vaterland, nimm mich auf in deine Arme, aber stattdessen bin ich hier vertrieben und gejagt worden. Die Geschichte lasse ich aus und hatte dann große Mühe, mich hier wieder einzufinden und habe meinen Platz immer noch nicht gefunden, außer jetzt. Dieses ist mein Platz. Hier sitze ich als deutscher Autor in Deutschland, unvertreibbar, nicht mehr verjagbar. Den Platz gebe ich nicht mehr auf, hier bleibe ich ewig. Jetzt muss mal zur Abwechslung das Publikum leiden. Mein Alter wird in den nächsten Tagen 70. Das heißt, es gibt keinen Grund mehr, irgendwelche Aggressionen gegen mich aufzubauen. Ich kann kaum noch einen Stein hochheben. Geschweige eine Keule. So, take it easy und lasst mir meine letzten Tage. Hab außerdem Krebs. Es gibt nicht viel Grund zu höhnen. Und ich habe schwere innere Stoffwechselkrankheiten, die heißen Hämachromatose. Ich habe eine Polyneuropathie, eine diffuse. Das heißt, meine Füße spüre ich nicht, taub wandle ich über das Wasser. Ich habe Herzrhythmusstörungen. Oftmals Migräne, wenn die Einsamkeit zu stark wird. Niemand will sich mir noch nach Feierabend anvertrauen, nach so einem Bier. Weil die Leute sagen sich, die Wirtschaftskrise und die Krankheiten sowieso überall, das können wir jetzt so zentral hier nach Feierabend uns nicht zumuten. Also sitze ich alleine unter meinem Baum und finde aber doch, wenn ich nochmal mein Verhältnis zu Deutschland bedenke, Peace. Ich bin quasi ruiniert, vollkommen geschwächt, vollkommen erledigt. Und die einzige Frage, die noch offen ist, wo und wie werde ich mich beerdigen oder verbrennen lassen? Also das sollte keinen Anlass zu Konkurrenz oder zu vielen Rankünen geben. Just take me as I am.
Das ist ein Krimi in einer Reihe, die auf Ibiza angesiedelt ist. Die schreibe ich, das ist der vierte. Gerade arbeite ich am fünften über Haute Cuisine. Meine Bücher haben immer ein Thema dahinter. Das ist meine norddeutsche Abstammung, da bin ich pedant. Das erste war über Schönheitschirurgie, das hat mich fasziniert. Das war auch ein Fall, den ich in Los Angeles erfahren hatte. Das zweite war über Malerei, ich habe auch gemalt. Das dritte war über die Geschichte Ibizas, wie die Leute da hingekommen sind und sich beerdigt haben. Und dieses ist über die Musik. So, das lag mir dann gleich schon sehr nah, weil Ibiza ist eine Insel der Musiker, Mallorca eine Insel der Bauherren und der Bauunternehmer. Auf Ibiza gibt es die bösen Onkels, die Münchner Freiheit, Familie Jagger, Cretu von Enigma, Frank Farian von Bonnie M. und ganz viele mehr. Und die meisten Freunde, die ich treffe, wenn ich überhaupt jemanden treffe, sind es immer Musiker, die spielen und singen. Und dann habe ich gedacht, gut, dann schreiben wir mal einen Krimi über die Musiker, über den Musikbusiness. Und eins finde ich auch noch interessant, dieses Mädchen, es geht jetzt nicht hier darum, ich sage noch ein paar Worte, sonst versteht man den Inhalt ja auch nicht, es geht jetzt nicht darum, dass eine Leiche am Anfang liegt, wie das beim klassischen Whodunit zu sein hat, sondern hier ist es so, hier ist ein Mädchen vermisst. Eine besonders peinigende Situation für die Eltern, die sich wieder darauf einstellen können, dass das Kind tot ist, noch dass es da ist. So in so einer Ambivalenz sich bewegen und irgendwie dazu da ganz innerviert werden. Dieses Mädchen, die hat in einer Londoner Euroshow ist die aufgetreten. Das ist so etwas wie Deutschland sucht den Superstar. Und man meint, nur in Deutschland sucht den, aber tatsächlich sucht diesen Superstar die ganze Welt. Wir haben auch in Spanien die Show, die gibt es auch in Japan, die gibt es in Korea, die gibt es überall, die ganzen weltweiten Shows sind alle gleich. Ist auch nicht Dieter Bohlen jetzt ein besonderer Typ, sondern er kriegt die Texte vorgeschrieben, wie der spanische Bösewicht sie vorgeschrieben kriegt und der holländische, der englische, der amerikanische, alle. Die Show wird von dem Erfinder sehr stark kontrolliert und ist immer gleich. Auch in den Texten, in den Bohlen-Texten, in den bösen Texten. Und es ist die erfolgreichste Show weltweit. Ein Engländer hat sie erfunden, Murdoch hat sie gekauft und weiterverkauft an Bertelsmann. Dieses Mädchen fährt also hier nicht nach Köln oder wo der Bohlen da seine Aufführung macht, sondern die fährt nach London in die Show da. Und da verschwindet sie. Nun wird sie gesucht.